guten Abend aus Augsburg vom Campingplatz Bella Augusta. Und so ein bisschen fühlt es sich an wie Italien. Das ist richtig. Camper Thomas. Der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Und die Camper Kerstin und die lieben Hunde. Und wir haben uns hier getroffen, um zwei schöne Pfingsttage zu verbringen. Richtig. Und um ein Update zu machen. Guck mal, der hat einen Puschel. Der schafft es nämlich. Der schafft es, dass der Puschel richtig funktioniert. Ich zu doof. Das ist aber auch, ganz einfach, Tobi. Tut mir leid, aber es ist wirklich ganz einfach. Warum machen wir denn jetzt hier nochmal ein Video? Weil ich vor 2 Jahren eins gefilmt habe und da waren die Bäume nicht in voller Pracht und die Sonne hat nicht so schön gescheint und überhaupt hat der Campingplatz ein Update und einen weiteren Stern verdient. Genau. Schieß. Ja, also ein Update von diesem wirklich für mich überraschend wunderschönen Platz. Ein riesiger Platz. Weißt du, wie groß der ist? Nein. Also dann sagen wir, er ist groß. Ja, aber unter groß ist jetzt eine gefährliche Aussage unter die Camper. Groß, da meint man, hier ist der Teufel los und Gegröle, Gequatsche, Geschrei. Nein, ist gar total nicht. Total beschaulich groß. Ja. Und was auch sehr schön ist, dass man diese einzelnen Stellplätze, wie man es jetzt hier sieht, ganz, ganz toll in kleine Parzellen aufgeteilt hat. Also getrennt durch diese Bäumchen. Das hat ganz was Tolles, ganz was Gemütliches. Stimmt. Wirklich wunderschön zu stehen. Und man hat sich während der Lockdown-Zeit hier einiges an Arbeit gemacht und ordentlich Arbeit reingehängt in einige Neuerungen. Die Sanitäranlagen sind überarbeitet worden. Da schauen wir mal, ob wir einen Blick reinwerfen können, wenn wir niemanden beim Duschen erwischen. Hast du die Karte dabei? Ich habe die Karte dabei. Wir haben hier ein Kartensystem am Platz. Da kommst du durch die Schranke. Es gibt auch noch Dauercamper. Und alle miteinander haben so einen Key, wie man es auch gewohnt ist. Und da kannst du dann überall dir Zutritt verschaffen. Und nachdem ich das erste Mal ja da bin, kann ich sagen, dass der Empfang hier, also wie man so schön sagt, der Check-in, super, super toll war. Also ganz, ganz sympathische Leute, super nett, alles ganz toll erklärt, eben vom Check-in-System über die Stromanschlussgeschichte bis zur Platzwahl. Also kriegst einen schönen Plan, kannst dir deinen Platz aussuchen und gehst dann eben nochmal vor und sagst, wo du dich hingestellt hast. Super. Ich schwenke etwas die Kamera, während der Thomas hier die Moderation übernimmt. Ich muss aber eins dazu sagen, ich bin hier narrisch gern, wie man in Bayern sagt. Narrisch gern heißt ein bisschen super gern. Und stehe hier ganz oft und mache hier meine Büroarbeit, meine mobile Homeoffice-Arbeit. Wäsche waschen, ein bisschen rumradeln. Also ich verbringe hier meine Freizeit, wirklich. Das ist ja Homebase geworden. Mobile Homeoffice-Arbeit. Wäsche waschen. Vanlife, kurz gesagt. Das ist wirklich so. Es ist richtig schön. Es ist gut zu erreichen. Es läuft zwar die Autobahn vorbei, aber es ist trotzdem super ruhig. Also die Nacht war traumhaft ruhig. Traumhaft ruhig. Da war gar nichts. Ja, war wirklich nichts. Ja. Das ist zwischen Autobahn und Flughafen, wobei man sagen muss, die Autobahn läuft jetzt nicht direkt am Platz vorbei, sondern da ist noch ein ganz toller See dabei. Und da werden wir auch einen kurzen Ausblick geben, beziehungsweise ihr habt im Intro schon einen schönen Drohnenflug und Drohnenschwenk über den See gesehen und der ist wirklich toll. Das ist ein kleines Naherholungsgebiet hier und wir haben einen Rundgang gemacht, ganz toll für die Hundebesitzer. Im Sommer können die Kinder baden und die Erwachsenen baden. Es ist auch von der Anlage selber her auch für die Kinder eben ein mega super schöner Spielplatz. Viele Möglichkeiten, die Kinder können sich hier frei bewegen, also traumhaft schön, ja. kann man nur so sagen. Und Bella Augusta passt ganz gut, weil Augsburg ja in früheren Zeiten, ich glaube von den Römern, ja über die lateinische Korrespondenz, die lateinische Namensgebung althergebracht ist. Tolle Ausflugsziele in der Nähe. Servus, das ist aber schön, wenn einer freundlich in die Kamera winkt. Das ist doch super. Wir vermeiden ja so ein bisschen, dass man wirklich jeden anfilmt. Manche wollen es dann doch nicht. Hier fährt man rein. Eine Ausfahrtsschranke, eine Einfahrtsschranke, auch wieder mit diesem Schlüssel zu öffnen. Für alle Gespanne groß genug. Das ist ja immer wichtige Geschichte, dass man hier nicht großartig rangieren muss. Wir haben da drüben in diesem Gebäude hier den Müll schön getrennt. Ja.
Da drüben haben wir ein Posthäusle, das ist aber natürlich mehr für die Dauercamper. Es gibt genug Hunde-WC-Stationen mit den berühmten Tütchen. Hinter uns kommt gerade ein Fahrzeug, dann seht ihr auch gleich, wo man hier rausfährt und natürlich auch reinfährt. Und Thomas sagt, schwenken. Genau. Da kann man natürlich nicht vorbeigehen. Herzlich willkommen. Wenn man Kritik hat, dann sollte man sie auch loswerden. Ja. Aber das ist für mich eigentlich nicht Kritik am Platz, sondern wir sehen hier dieses schöne Orientierungsschild und auf dem Schild sind 3 Sterne. Ja. Wir sind ja keine Tester oder Ähnliches. Das ist rein die freie Meinung. Wir stellen etwas vor, damit sich die Menschen was darunter vorstellen können. Aber 3 Sterne für diesen Platz ist mir persönlich zu wenig. Ja, finde ja. Also wirklich. Gerade jetzt mit den tollen Arbeiten, die sie gemacht haben, den wirklich aufgewertet haben. Ich kenne den Platz ja wirklich schon lang. Und toll, das sind so Kleinigkeiten. Hier hat man einfach mal eine schöne Sitzgelegenheit. Die haben wir überall, diese kleinen Sitzlounges. Also wer auch immer diese Sterne vergibt, kommt sie mal her und klebt da noch mindestens einen dazu. Ja, sonst machen wir es mir. Es gibt ja natürlich gewisse Auflagen, muss man dazu sagen. Es gibt ja diese Klassifizierungen, wie es auch bei den Hotels üblich ist. Und da muss das gewisse Stellplatzangebot, Größen angehen und so weiter. Aber das ist jetzt unsere Meinung. Netten Spielplatz. Wir haben auch noch einen ganz tollen am See, beziehungsweise 2 sogar, die jetzt auch modernisiert wurden von der Stadt Augsburg. Und hier ist das Rezeptionsgebäude. Das ist aus den 70ern, schätze ich mal. Aber durch den wilden Wein da hinten, ihr seht es, ist das passend zu dem Ganzen. Das hat eben, das macht ja auch diesen Charme aus von diesem Platz. Das muss nicht alles immer bam, super, neu und sonst was sein. Das kommt ja davon, wie gepflegt das ist. Ist das Wein? Ist das Wein? Oder ist es Efeu? Ich sehe ihn schon grinsen, weil ich natürlich jetzt nicht so unbedingt der Pflanzenkenner bin. Aber du hast mich gestern korrigiert, dass es Wein ist, oder? Nee, ich habe einfach gesagt, es ist kein Efeu. Okay. Was auch immer es ist. Also nachdem wir ja immer irgendein Rätsel reinstreuen in das Video, liebe Leute, in das Videos, also wir haben nichts getrunken. Ja, auch mal, hier. Und so, Rezeption, wie von Thomas schon vorgestellt, da wird sich ordentlich gekümmert. Ja, absolut. Also das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt, wie man hier empfangen wird, wie einem alles erklärt wird. Ganz, ganz tolle Sache. Ach schön, da darf man dann auch draufhalten, wenn jemand winkt. Das ist schön. Wir haben ja Social Distancing, wie es gehört, gell? Ja. Super, perfekt, vielen Dank. Es ist natürlich auch für die Caravaner und die Reisemobilisten vorgesorgt mit Entsorgung und ihr könnt hier Gas beziehen. Ganz praktisch, hier fährst du mit dem Auto daneben hin, hast du deine Chemietoilettenentleerung oder allgemein Toilettenentleerung. Ja, ist auch schön, schön angebracht, schön sauber, einfach zu bedienen. Hier eben Entsorgung fürs Fahrzeug. Genau. Und der Wasserle. Momentan wird auch noch fleißig renoviert. Es gibt hier noch ein italienisches Restaurant, das demnächst auch wieder eröffnet wird. Mhm. Übrigens zum Wasser. Ich habe gesehen, auf dem Platz selber sind auch noch mal 3 Wasseranschlüsse, um Wasser eben bei Ankommen aufzufüllen oder nachzufüllen, wie auch immer. Hier der Durchgang zu den Sanitäranlagen, Duschen. Es gibt 3 Waschmaschinen und einen Trockner hier. Hier drüben, da geht man in die Damendusche und in die Herrendusche. Da werden wir euch aber dann noch ein Bild dazu stellen im Abspann des Videos. Ich denke, dass das reicht. Oder, das glaube ich ist sinnvoll, wir wollen ja wirklich niemanden nerven. Da drüben geht es dann durch diesen Durchgang, geht es dann in die Dauercamper-Areale. Und noch mit dem letzten Blick auf das Café, oder vorletzten Blick, oder? Machen wir einen vorletzten. Auch hier frisch renoviert. Kann man einen schönen Cappuccino oder sonst was trinken und sich ein Eis einverleiben. Geht es jetzt hier zum See runter, den ihr, wie gesagt, dann ganz groß von der Drohne aus schon begutachten konntet. Oder noch mal könnt, wenn ihr es übersehen habt. Wobei ich sagen muss, das ist auch ein wahnsinniges Highlight. Also dieser See, man kann komplett um den See rumgehen. Spielmöglichkeiten für die Kinder. Und wir haben auch gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das ein Restaurant oder... Ja, muss man wirklich darauf hinweisen, da hast du vollkommen recht, das hätte jetzt ganz übersehen, weil es ganz neu ist. Mhm. Einen wunderschönen Biergarten.
Das ist traumhaft, du, traumhaft schön. Restauration, das haben sie richtig gut gemacht, das wertet den ganzen See auf. Du hast eins angeregt und eins gesagt, was überhaupt nicht passt, ja, ist der Name Autobahnsee. Richtig, und das haben wir hier, das Naherholungsgebiet Autobahnsee. Wem auch immer das eingefallen ist, ob es dann die Stadt Augsburg war, ich glaube nicht, dass es der ADAC war, dann eher die Stadt. Also auch hier muss ich sagen, vielleicht einen anderen Namen wie Autobahnsee, weil das hat er nicht verdient. Der ist traumhaft schön, ja. der ist sehr klar, das ist mir aufgefallen. Darf man natürlich auch baden drin? Ich gehe davon aus. Also so einen klaren See findest du auch selten. Das ist wohl wahr. Also wir beantragen hiermit offiziell die Änderung des Namens. Richtig. Würde ich mal sagen. Vielleicht, ja, lieber Herr Bürgermeister, schaust du mal nach, dann schickt mir da einfach einen Link. Das sollte man sich wirklich überlegen, weil das ist ja Autobahnsee. Ja. Bleib jetzt schnell stehen, um reinzuspringen am Autobahnsee. Ja, Autobahnsee wertet es wirklich ab. Wertet es wirklich ab. Also, richtig. Da hast du vollkommen recht. Ist das nicht. Und ich denke mal, nachdem wir heute einige Sequenzen noch abgefilmt haben, das ist ja nicht Tobi-like. Ja, Tobi-like ist ja nicht Schnitt, Sequenz und tralala. Aber der Platz ist unwahrscheinlich groß. Warum lachst du mich aus? Tobi-like ist, dass man kaum versteht, dass er seinen Puschel nicht aufs Mikro montiert bekommt. Schau mal. Ja, du bist einfach ein Held. Naja. Na, das ist wirklich toll. Ja, toll. Und wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben, dass das Gelände hier unwahrscheinlich groß ist. Dementsprechend schwer ist es jetzt, das Ganze mal eben so abzugehen. Dann ist das Video wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde lang. Das muss ja auch nicht sein. Deswegen werden wir da sicherlich noch ein paar Sequenzen dranhängen, wo man sieht. Ich muss wieder suchen, wo ist das Wirtshaus? Wie da wunderschön es hier ist. Ja. Gibt auch noch eine ganz kurze Sequenz vom Wirtshaus, weil es da eben ein bisschen schwierig ist, auch mit den Menschen. Man will ja nicht irgendwelche fremden Menschen drauf haben. Genau. Da haben mich heute auch schon welche gefragt, was machen Sie denn da? Was filmen Sie denn da? Und ja, also. Na, Respekt finde ich immer eine ganz wichtige Geschichte. Richtig. Man sollte sich einfach, wir sind da mit der Drohne aufgestellt, dann gehen wir weiter weg. Ja. Da schaut die auch immer ein bisschen komisch an. Aber das hast du wunderschön gesagt, Camper Thomas. Ich verfolge mit der Kamera. Nein, jetzt bin ich schneller als er. Aber da fahren wir wieder her, oder? Also was würdest du jetzt sagen? Ich habe dich ja hierher gelockt. Ich habe gesagt, komm, lass uns treffen. Bayern hat gerade die Campingplätze aufgemacht. Ist doch eine coole Sache. Und ich war mir sicher, dass es euch gefällt. Wir haben es natürlich vom Wetter her noch traumhaft erwischt. Aber wirklich eine Sache, wo man gern wieder herkommt. Absolut. Und vor allem ist der Platz, ich brauche hierher ungefähr 1,5 Stunden. Das ist natürlich auch für ein Wochenende stark. Also einfach nur stark. Genau so sieht es aus. Neulich hat mich wieder jemand gefragt, warum filmst du immer am Anfang in den Himmel oder auf dem Boden oder am Schluss? Und warum machen wir das? Um zu zeigen, wie das Wetter ist. Das Wetter ist ein Traum. Irgendwie komische Eigenschaften muss ja jeder YouTuber haben. Ich habe mehrere. Ja. Gib's zu. Aber das macht dich ja so sympathisch. Ehrlich und perfekt. Liebenswert. Das schönste Kompliment überhaupt, wirklich. Wir lieben euch alle. Das ist richtig. Bleibt gesund. Wir genießen hier noch die Zeit und hoffe, ihr könnt es auch mal hier genießen. Also wirklich Daumen hoch. Ja. Absolute Empfehlung. Das stimmt. Unbestechlich, wie wir sind. Das ist so. Das ist so. Wir zahlen hier ganz normal unsere Zech. Das ist so und das bleibt so. Und wir machen nur das, was wir wollen. Und das solltet ihr auch machen. Verfolgt eure Ziele, dann wird was draus. Haltet Abstand. Und dann wird das alles wieder schön und gut. Richtig. Bis bald. In diesem Sinne. Hauen wir wieder rein. Schöne Pfingsten. Apropos, happa happa, gell? Ist wieder Essenszeit? Ja, schon. Ja, schön langsam. So. Ja. Übrigens, ganz lecker, lecker. Ja, und so. Tschüss. Schöne Pfingsten. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ach ja, wir wollten dem Namen den, was würde man denn noch vorschlagen jetzt am Schluss hier? Was? Lago di... Ach so, Lago di... Lago di Augsburgo. Naja, Lago di Bella Augusta. Nachdem du ja anscheinend auch unter anderem italienische Wurzeln hast, würde ich den Vorschlag dir überlassen. Nein, das nehmen wir jetzt dann raus.